Ah, ich kann jetzt diese coole griechische Küche kaufen. Wirklich? Ich habe den Mietvertrag in Manhattan. Sie sind die Stoffe schon unterwegs? Glückwunsch, du bist jetzt stolze Besitzerin deiner eigenen Boutique. Ich weiß, und das Geld, das wir auf der Kreuzfahrt verdient haben, deckt bereits 3 Monatsmieten ab. Ich freue mich wirklich für dich, aber. Oh ja, tut mir leid. Das sollte reichen. Jetzt ist der Bräutigam an der Reihe. Ey, der Braut hat gerade die Bräutigam gesehen. Der Bräutigam hat gerade die Braut gesehen. Das geht gar nicht. Oh nein, ich muss den Anzug anpassen, sonst sehe ich nachher aus wie ein Trottel. Die Gäste brauchen Salat. Jetzt gibt es auch noch Oliven. Nee, nee, nee. Die möchte nämlich so gut wie alles, beziehungsweise nein, keine Zwiebeln, weil Mundgeruch wahrscheinlich. Who knows? Who cares? Sehr schön. Und das hier wieder. Maus, ich habe sie gehört und wie immer habe ich sie nicht gesehen. Kinders, ey, könnte mir nicht erzählen, wo waren das Vieh jetzt wieder? Oh fuck, Emily und Patrick muss ich ja auch betüdeln. Jetzt hauen sie aber hier raus. Also das muss ich echt sagen, mit dem Strand ist mega ätzend. Aus dem einfachen Grund, ich kann euch ein bisschen länger liegen lassen. Fische ist doof zu angeln. Ich habe dann hier noch so einen Käse wie Jetski. Dann habe ich so einen Müll. Oh scheiße, das habe ich falschen Salat. Wie Nebenquest. Ich habe hier Kunden. So ein Fächerfahren, denkst du, da angemacht? Mein Ventilator heißt das Ding. Okay, ich habe einmal den richtigen Salat und noch einen Selters. Das möchtest du, kein Problem. Der Salat schlägt richtig gut an. Das kleine Kind möchte auch ein bisschen richtig griechische Souvlaki, kein Problem. So, zurück. Ich habe schon wieder gehört. Ach so, weil die da hinten Salat holen. Aber wow. Doppelberger gleich zweimal. Die wissen, was gut ist, die Kleinen. So, bitteschön, ihr bitte nochmal dahin. Schwing mal die Angelrute und dann hier abkassieren. Oh, Alter, ich werde so nie fertig mit dem Anzug. Ohne Witz. So, jetzt aber Rundumschlag. Schon kommt der nächste Kunde. Helena, würdest du bitte, danke. Hier mache ich auf jeden Fall nochmal den Fächer an. Und ich höre die verdammte Maus und ich sehe sie nicht ein einziges Mal. Ich habe sie gefunden. Ich habe sie gefunden. Ich bin König Louis. So, ihr beiden, zurück in die Sonnenliege. So, wir müssen den Anzug anpassen. Ich brauche eine Muschel und so einen Kack. Dann einmal hier den Standardsalat. Das brauche ich, das brauche ich. Eine hübsche Kette als Souvenir. Fuck, Alter, ich muss angeln. Petri Heil und so. Dann brauche ich einmal ein ganzes Schwein, zweimal mit Zwiebel. Dann einmal mit Käse, also fast komplett, nur bitte ohne Olive. Wasser, Käse, keine Zwiebeln, weil Mikro. Und da habe ich euch das Selters vergessen. Shit. Ein Stinkefisch, einmal angeln. Gut, wir haben noch ein bisschen Zeit, dementsprechend Glück gehabt. Kann ich hier nochmal so einen Mordsalat machen? So viel Salat konnte ich gar nicht verdrücken. Alter, macht's mir doch nicht so schwer. Ich bin doch schon dabei. Meine Güte, sei doch froh, dass du überhaupt so eine braune Papiertüte mitbekommst. Dass du deinen Kram da wegpacken kannst. So, Ivy, schwing mal die Hufen und putz mal ein bisschen.
Dafür bist du ja da, Emily Patrick, ab in die Sonne. Gut, euch habe ich gleich fertig. Das ist schon mal etwas Positives. Wie gewonnen. So zerronnen, sagt man doch. Hinterschinken. Hier so mit Zwiebel. Einmal mit Oliven, Tomate, ohne aber den anderen Kram. Der ist anscheinend nicht gut genug. So und da. Boah, Kinders, ich könnte kotzen. Gut, immerhin Patrick abgefrühstückt und Emily. Die brauche ich dann jetzt erstmal. Ach, scheiß drauf, erstmal die da hinten. Okay, leicht überfordert. Ich muss gerade mal gucken. Helena, bitte einmal dahin. Helena. So, die wollten auch noch eine Kette. Du wolltest einen Fisch mit Olive. Okay, du möchtest eine Kette und dann einmal Salat ohne Olive. Der guckt schon wieder so gequält. Oh nee. Alle so gequält, chillt mal. Genau, so, das machen wir jetzt erstmal hier zu Ende. Dann könnte ich mich mal richtig hart am Arsch lecken. Mein Hochzeitsanzug sitzt wie angegossen. Okay, zweimal der Fisch. Einmal mit Limone, einmal mit Salz abkassieren. Zweimal. Klar, dann habe ich erstmal das Standardziel erreicht. Das brauche ich noch. Ich brauche schon ein paar Pinunzen für das Masterziel. Das muss drin sein. Kommt schon, Leute. Kommt schon. Das könnt ihr mir nicht antun. Gut, hier wird nun mal alles gepflückt. Das geht nicht mehr. Pam, pam, pam. So wie der Deadlift die Soße das mag. Also, manche Menschen sind sofort pissig. Und wenn die nur 3 Sekunden lang ignoriert. Furchtbar. In einem guten Restaurant hat man halt zu warten. Ne? Auch wenn es nur so eine Strandbude ist in Mykonos oder was weiß ich wo. Ja, so viel Zeit muss sein. Nimmst du dir halt was zu lesen mit oder Sonnencreme und legst dich einfach in den Sand rein. Gut ist. Oh ja, ich habe alles geschafft. Ich bin glücklich. Hurra! So, abschalten. Dem, 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 dem. Jetzt wird geheiratet? Oder auch nicht? Was ist denn das für einer? Bist du sicher, dass du verkaufen möchtest? Ganz sicher. Das Leben auf einem Kreuzfahrtschiff ist viel zu stressig. Außerdem eröffnet meine Frau eine neue Boutique. Dein Pech. Was macht der Chef mit einem Kreuzfahrtschiff? Keine Ahnung, aber seine Frau hat ein Faible für teure Dinge. Das Gefühl kenne ich. Ja, Jimmy und seine schmierigen kleinen Eskapaden. Naja, das Kreuzfahrtschiff ist jetzt in hoffentlich gute